Am Freitag kommt es zu einem tragischen Vorfall. Chris Angel präsentiert seine Performance, in der er kopfüber an den Füßen gefesselt an einem Seil baumelt und sich aus einer Zwangsjacke befreien will. Doch schon 10 Minuten nach Beginn der Show läuft etwas schief. Chris Angel, einer der berühmtesten Illusionskünstler weltweit, verliert bei diesem Stunt sein Bewusstsein und wird in ein Spital gebracht. Nach mehreren Untersuchungen und Tests an Angel wird er Samstagmorgen aus dem Spital entlassen. Ob er am Wochenende schon wieder bei Shows auftritt, ist noch unsicher. In seiner 90-minütigen Darbietung Mind Freak Live im Luxor Casino zeigt Angel Entfesselungen und andere gefährliche Tricks. Schon im Jahr 2013 läuft ein ähnlicher Stunt von Angel am New Yorker Times Square schief. Damals verletzt sich der Illusionist an der Schulter und muss nach einer Operation mehrere Monate pausieren.